Ja, wie sehen Sie denn die heutigen Politiker, die sagen, ich gehe aus meiner Berufsausbildung direkt in der Politik und manchmal brauche ich auch gar keine Berufsausbildung, ich tue es einfach aus dem Stand raus? Davon halte ich gar nichts. Jemand, der in die Politik geht, muss vorher einen Beruf gelernt und ausgeübt haben. Und zwar mit Erfolg ausgeübt haben, damit er so unabhängig bleibt, dass er jeden Tag wieder ausscheiden kann und in seinen Beruf zurückkehren kann. Und on top gibt es für jedes Abgeordnetenjahr noch 2,5% der Abgeordnetendiäten von 10.500 Euro. Heißt, in 5 Jahren hat er denselben Anspruch von 1.250 Euro wie jemand, der 47 Jahre in Deutschland arbeiten muss.